hier, wo eigentlich der Luftfilterkasten sitzt, also genau genommen sitzt in dem Loch der Kohlefilter, da kommt dann der Luftansaug vom Kompressor hin. Also der Vortech-Kompressor sitzt im Prinzip hier und die Ansaugseite geht hier nach unten. Deswegen muss ich das hier auch relativ großzügig ausschneiden. Ich hatte einen Kompressor schon mal im VR6. Da habe ich das Loch nicht so groß gemacht, das war alles sehr eng. Und ich möchte ja nicht, dass irgendwas anschlägt oder reibt. Deswegen schneide ich jetzt erstmal hier das Loch aus. Zum Abschluss das Blech noch raus. Das konnte ich jetzt aber leider nicht filmen, weil ich sowieso schon hier alles in die Fresse bekommen habe und es wäre blöd, wenn die Kamera kaputt geht. Ich habe nur die eine. Deswegen jetzt leider nur das Endergebnis. Bestimmt total dreckig, aber das ist drauf geschissen, sag ich mal. Ich habe ja auch im Radkasten gearbeitet. Ja, also wie geht's weiter? Svenny kommt morgen. Das bedeutet, wir versuchen morgen da oben erstmal ein ordentliches Blech wieder reinzubekommen. Hat Corona keine Chance. Ja, Wahnsinn, du musst das jetzt nicht aufsetzen. Mit der Zange? Ja. Dann anfangen. Und ich drücke dann bloß noch ran und du machst hinten runter. Wenn du das sagst. Nee. In deinen Gottesnamen zu Ohren. Kreuz, wir brauchen also bloß das die Ecke dran zu machen. Ja. Will ich auch so. Ja. Ist halt keine Zange. Ja, ich weiß, ist eigentlich nur ein Werbestück. Ja, das war auch ein Werbegeschenk. Aber 1,50. 1,50 hat die Feststellzange gekostet, Alter. Feststellzange könnt ihr halt auch feststellen. Das wäre halt cool. Dafür ist es eine Feststellzange geworden. Wo soll ich denn jetzt hier oben erstmal, oder? Das ist immer nicht so weit weg, ja. Schön, erstmal oben, genau. Strom wäre gut. Erstmal überall dran rammeln. Oben, da oben. Vergiss es aber. Das ist die andere Seite.
Da, wo du sitzt. Da musst du hin. Weiß ich nicht. Ich kann doch von hier schweißen. Drücke mal hier hoch. Ich kann durchs Loch schweißen. Ich weiß, jetzt könnte was geflogen kommen. Super. Irgendwas halt nicht hin. Das wird nicht halten. Der deutlich breiter ist. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter rumdengeln und schneiden und tun und machen, bis das Endergebnis so ist, wie ich es haben möchte. Dann werde ich versuchen, den mal irgendwie hier halbwegs dran festzumachen, die Felge draufbauen und gucken, wo das Rad steht. Dann wollte ich mich noch herzlich bedanken. Ich habe die 200 Abonnenten erreicht. Übelst geil. Ich stoße mit euch an, wie immer. Alkohol am Arbeitsplatz. Ist nicht gut. Hat aber nur 4,2%. Mein Erdbeerporter. So. Also echt cool. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es hier vorwärts geht. Für die Leute, die noch kein Abo dagelassen haben, die Abos sind kostenlos. Eins der seltenen Abos, die kostenlos sind. Also ihr dürft gerne abonnieren drücken, passiert nichts. Gibt keine Kostenrechnung oder sowas. YouTube ist für euch kostenfrei. Ja, jetzt ist Schluss mit dem dummen Rumgequatsche, würde ich sagen. Ich fange an. Ihr schaut zu und ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Ich habe so das doofe Gefühl, das Gas ist alle. Also ich musste jetzt den Sturz ganz reinnehmen, weil ja die Kante noch nicht umgelegt ist von dem Radlauf. Sonst hätte ich jetzt gar nicht so weit runter bekommen. Also jetzt ist definitiv das Rad abgedeckt. Jetzt sind wir so ja einen halben Zentimeter über der Reifenkante, würde ich sagen. Das scheiß Gas ist alle. Dafür saufe ich mich jetzt zu. Mittlerweile ist es Freitag, 17.18 Uhr oder irgend sowas. Wie ihr sehen könnt, bin ich schon ein wenig vorangekommen. Das Stück ist schon ab.
Jetzt mache ich von innen alles sauber. Dann mache ich die Schnitte, klappe alles runter, mache hier innen alles sauber, mache hier alles sauber. Und danach mache ich hier draußen sauber und setze die Kante ab. Also, es geht weiter. Bis später. Rollt schon mal. Ja, also jetzt ist es akkurat. Ah, ich bin zu alt für den Scheiß. Also diese Seite hier ist mit den 16 Zoll Felgen. Ich finde auch schon, dass er echt breit ist und wirkt. Ich hoffe, dass das auf der Kamera auch einigermaßen rüberkommt. Aber der ist schon ganz schön fett. Auf der anderen Seite haben wir die 17 Zoll. Ich möchte ja gerne 16 Zoll fahren. Den Stil, den ich anstrebe, finde ich, sieht mit 16 Zoll auch besser aus. Die 17er würden auch gehen, aber die sind jetzt schon mit den Radkasten, finde ich, wirken die schon relativ groß. Diesen einen Moment.